Als Analyst oder im Englischen auch Stock Market Analyst wird diejenige Person bezeichnet, die als ihren Beruf Aktien analysiert und andere Wertpapiere, um daraufhin Investmententscheidungen zu treffen. Dabei muss man entscheiden zwischen dem sogenannten Sell-Side-Analyst, der meistens bei Banken angestellt ist. Da dienen diese Analysen eigentlich als Marketing-Tool für den Aktienhandel. Das Problem ist halt dabei, dass die Analysten meistens nicht unabhängig sind, da beispielsweise eine große Bank die meisten DAX-Konzerne als Kunden hat und dann wird sich ein Analyst schwer tun, eine starke Verkaufsempfehlung für die Aktie herauszugeben. Es kann aber auch ein sogenannter Buy-Side-Analyst sein, der beispielsweise bei einem Pensionsfonds oder einem Investmentfonds arbeitet und keine Research für Externe herausbringt, sondern für die eigene Firma, für den Eigenhandel. Hier kann man natürlich unabhängiger sein als die sogenannten Sell-Side-Analysten. Die fehlende Unabhängigkeit ist auch der Grund, warum Sell-Side-Analysten im Schnitt nur 50%, also wie bei einem Münzwurf, richtig liegen. Während es beispielsweise bei Hedgefonds oder sehr guten Investmentfonds schon Analysten gibt, die den Markt schlagen können. Als fundamentaler Investor, der aktiv nach Firmen schaut, kann man sich auch selber als Analysten bezeichnen. Auch Invest Research ist eine Buy-Side-Analyst-Stelle, da das Research ja vor allem auch für eigene Investmententscheidungen dient und nicht dazu, um Investoren zum Handel in diese Aktien aufzufordern.